Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Gates 16 Breakthrough Past Life Regression am besten und effektivsten für dich nutzt. Wie schon im vorigen Video erwähnt, schaust du auf jeden Fall an, also da gehe ich sehr, sehr tief darauf ein, was die Unterschiede sind. Solltest du auf jeden Fall gesehen haben, bevor du dieses Video siehst, also das Einführungsvideo zu Gate 16, damit du verstehst, wie das zusammenhängt, sonst wirst du dich hier nicht ganz auskennen. Auf jeden Fall empfehle ich dir, das Part 1 Breakthrough mehrmals anzuhören. Also ich empfehle dir so eine Woche, vielleicht zwei Wochen, einmal am Tag, wenn du willst, öfter anzuhören, um einfach diesen Zustand, also das Codewort Bridge zu verankern, um diesen Zustand, den du rückkoppeln kannst, wie es ist, wieder dieses Bewusstsein zu sein, bevor es im Körper war, rückzukoppeln. Das wird dir auch später bei Astralreisen und so weiter helfen, wenn du damit arbeitest, ja. Oder luzide Zustände oder allgemein Bewusstseinszustände oder wenn du im medialen Bereich arbeitest oder in so einem energetischen Bereich und du tust Channeln oder so, dann wird dir dieses Gate auf jeden Fall massiv helfen, sehr schnell in diese Trance hineinzukommen, wo du dich viel besser connecten kannst mit der geistigen Welt. Ja. Auf jeden Fall trainiere Breakthrough, dass einfach diese Vorstellung oder dass du auf der Brücke stehst und dass vor dir diese Nebelwand da ist. Du wirst später einfach nur die Augen zumachen und du stellst dir vor, du bist auf der Brücke, gehst durch diese Nebelwand durch, sagst ein paar Mal das Codewort Bridge und auf einmal wirst du merken, wie du schon in diesen Zustand kommst. Das kann ein paar Sekunden dauern, wenn du geübt bist. Ja. Hör das ein paar Mal und dann kannst du sozusagen dann Part 2 hören, wann du willst. Das dient sozusagen nur als Indizierung von früheren Leben. Es kann sein, dass du beim ersten Mal vielleicht nichts erlebst. Dann hör einfach noch ein, zwei Mal Breakthrough an und dann hör direkt nach Breakthrough, mach eine kurze Pause, so 2-3 Minuten und dann höre instant danach Part 2 an oder du machst Part 1 und machst so eine Playlist und direkt danach Part 2 und dann wirst du merken, wie du in Part 2 sehr, sehr viel schneller kommst, weil in Part 1 hast du ja natürlich die ganze Induktion, die Vertiefung der Trance und dann verankerst du das Ganze nochmal und wenn du instant danach nochmal, also das Part 2 losgeht, dann fängst du von vorne wieder an und du gehst dann nochmal in Trance, weil in Wirklichkeit bist du ja schon in Trance und fällst dann noch tiefer in Trance und dann wird Part 2 auf jeden Fall viel intensiver wirken. Ja. Also du kannst zuerst Part 1 hören ein paar Mal, dann dazwischen mal Part 2 und oder Part 1 und direkt danach Part 2. Du musst dann nur gefasst sein, das sind dann in Summe 90 Minuten, das wird sehr, sehr lang dauern. Und ja, musst du dann wirklich wach sein, dass du nicht einschläfst, also nicht vom Schlafen gehen hören oder am besten am Tag oder direkt in der Früh nach dem Aufstehen. Da wirst du schon sehr viel Erfolge damit erzielen können. Ja. Was haben wir noch? Ja, that's it. Ganz einfach, also du wirst sozusagen bei Part 2 einfach danach eine Pause haben und kannst dann sozusagen dir Zeit nehmen und kannst einfach so lange du willst dann in die früheren Leben gehen. Du kannst dir auch später einfach nur vorstellen, also du gehst aus deinem Leben raus, dann stellst du dir einfach wieder vor, dass du wieder auf der Brücke bist oder du sagst einfach nur Bridge und dann sagst du zu dir, so jetzt gehe ich nicht in das letzte Leben, sondern ich gehe in das Leben, wo ich Mittelalter war oder was ist dein erstes Leben gewesen und dann gehst du wieder durch diese Nebelwand hindurch, immer dieser Übergang, du gehst in den Nebel rein, macht die Indizierung zu diesem neuen Zustand. Ne? Was, du kannst dir dann alles Mögliche vorstellen, welches Leben, was auch immer und du gehst immer durch diese Nebelwand durch und dann kannst du dieses Leben sehen, du kannst im zukünftige Leben gehen und so weiter. Also das ist nicht immer nur Past Life Regression, das ist nicht nur frühere Leben, sondern du kannst, wenn es fertig ist, dann einfach die Augen zumachen, Bridge und dann einfach dir vorstellen, du gehst durch die Nebelwand und vorher programmierst du dich ein, was soll danach geschehen. Das ist dann der ganze Trick an der Hypnose. Ja. So funktioniert das Ganze. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Gate. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, vor allem Breakthrough ist eines meiner Lieblingsgates. Damit habe ich schon sehr, sehr interessante Zustände einleiten können. In dem Sinne, bis bald. Tschüss.